So, und jetzt kommt der Drache. Denn ein Drachenboot-Festival ohne Drache darf natürlich nicht fehlen. Darf natürlich nicht sein. Deswegen jetzt begrüßt mit mir unseren Drachen! So standesgemäß ein Drache an Bord vertreibt Kummer und Sorgen oder so ähnlich. Herzlich willkommen, der liebe Drache. Wir kommen jetzt zu den Gewinnern und zwar fangen wir an mit der Klassenstufe 7 und 8. Und mein lieber Kollege Olaf hat die ersten. Ja, und wir bitten den Team-Captain nach vorne vom Team des Föderizianum und zwar mit dem Teamnamen Flying Dutchman. Flying Dutchman vom Föderizianum auf Platz 6. Und ich denke, die Fairness gebietet es, dass wir alle einen tosenden Applaus verdient haben. Das gehört einfach auch zu diesem Sport dazu. Nur 20 Zehntel schneller auf Platz 5 war wieder das Fredizianum. Ich glaube, wir haben zusammen geübt, nämlich das Team Speedy Fredizianum. Bitte schön, auf die Bühne, der Kapitän des Teams. Captain, mein Captain. Und nochmal ein Beifall auch für dieses Team. Auf Platz 4, die schwarzen Drachen von der Freien Waldorfschule. So, und der Platz 3 bleibt in der Freien Waldorfschule. Das Team Mama bitte komplett hier auf die Bühne. Ja, alle hoch hier. Vom Team Mama, zeigt euch, die anderen wollen sehen, wer Dritter geworden ist. Und der Team-Captain vielleicht mal hierher, dass er den Pokal in Empfang nehmen kann. Wir kommen zu Platz 2. Platz 2, die eifrigen Paddler von der Neumühler Schule. Sie heißen die Paddelzwerge. Kommt bitte nach vorne.
lassen sie hochleben. Und damit kommen wir zum ersten Platz der Klassenstufe 7 und 8. Sehr verdient, nämlich fast ja, etwas mehr als 2 Sekunden schneller als die Paddelzwerge. Auch aus der Neuen Müller Schule die Buga-Käfer. Auch komplett rüberkommen. Jetzt bitte ich den Dr. Wolf von den Stadtwerken auf die Bühne. Dr. Wolf, bitte. Denn er hat einen ganz besonderen Preis dabei. Herzlich willkommen auf der Bühne. Schönen guten Tag. Sie haben den Pokal dabei. Nee, der steht nicht auf der Bühne. Nee, doch, ja. Ich darf Ihnen das Mikrofon überreichen. Ja, also Dr. Wolf übergibt ja gleich den Pokal. Wir kommen dann also zu den Gewinnern der Klassenstufe 9 und 10. Sehr flott unterwegs gewesen. Und wir freuen uns ja einmal über Teams, die auch außerhalb der Stadt Schwerins aktiv diesen Sport betreiben und dann den Weg hierher zu unseren offenen Schülermeisterschaften finden. Deshalb einen Glückwunsch an die Seegurken aus der Alexander-Behm-Schule Sternberg. Und ich erinnere mich eben beim Rennen, gerade beim Finalrennen, da gab es ein bisschen Probleme, denn das Sportgymnasium Schwerin hat nicht immer alle seine Teampartner dabei. Denn bei den 20 PS auf Platz 5 fehlten manchmal ein paar. 20 PS auf Platz 5! Ja, das mit der Teambesetzung hat dann das zweite Team vom Sportgymnasium wesentlich besser hinbekommen, das heißt mit der zügigen Teambesetzung. Die Ronnies vom Sportgymnasium Schwerin belegen den 4. Platz. Hauptsache Applaus. Gut, kommen wir zu Platz 3. Eine gute Sekunde schneller gewesen als das Sportgymnasium. Das Boot 1 von der Freien Waldorfschule. Und hier wieder alle nach vorne, das gesamte Team. Und der Teamkapitän erhält den Pokal. Dass Musiker auch schnell sein können, hat das Team vom Goethe-Gymnasium bewiesen. Sprinter Joe belegt in diesem Rennen den 2. Platz in der Gesamtwertung. Kommt bitte nach vorne.